Ja, ihr müsst schon ein bisschen Platz machen. Ich ramme ihn. Ich ramme ihn, fährt er glatt vorbei. Bleiben Sie, wo Sie sind. Bin ich bescheuert? Dann fangt ihr mich doch. Ich bremse nee, ihn aus. Nee. Ich bremse dich aus. Halt, sofort. Was machen die? Ich muss ja irgendwie... Was ist denn jetzt los? War das was ganz Tolles? Was ich gemacht habe? Ich glaube, ich bin immer auf der falschen... Ich bin ein Geisterfahrer. Nein, ihr rappt mich nicht. Das mag ich nicht. Jedenfalls nicht so toll. Ich hupe auch immer, weil ich in der Hektik immer auf den Knopf drücke. Ich muss jetzt die Stadt verlassen, glaube ich. Hey, darf ich den Mistkerl platt machen? Fuck, ein Treffer! Das Auto geht nicht mehr. Das ist kaputt. Ich muss hier irgendwie von der Straße runter. Alter! Hilfe! Den schnapp ich mir! Oh, ist die Kiste auf! Meine Fresse! Hier steht aber auch kein Wagen rum, ne? Dass ich hier eben mal... Verlassen, wir sind dran. Dann lauf doch! Wir fordern vollständigen CTOS-Zugang an. Ruf mal deine Kopf! Raus hier! Nimm mich auf die Hörner, pass auf! Hey! Anhalten, ich wiederhole! Fang doch nicht an! Ich hab jetzt einen viel besseren Wagen! Halte ich doch nicht an, das ist toll! Das ist dein Befehl. Ja, ja. So wie über Bund? Das ist mir doch scheißegal. Echt? Das ist ein Befehl. Ja, ich falsche Seite, ne? Nein. Ab. Das darf ich hier gar nicht. Das ist eine Autobahn. Fahren Sie sofort rechts ran. Ich fahre nicht rechts ran. Wie kann ich denn das Unsagbare... Stopp, sonst schießen wir! Ach, der ist sowieso nicht. Ich hab Probleme! Halt, Randa! Kerl, schalt dich aus! Ah! Wo fahr ich denn hier? Ich muss links rum. Ah, geländegängig. Ja, das ist schon eine lustige Tour hier. Die fährt ja auch nicht schnell, die Kiste. Ne? Mir scheint als sein. Ich klopf mal an. Meine Güte. Aber schön hier. Ist mal was anderes. Aber keine Ampeln. Die sind immer noch hinter mir hier. Wow, wo soll ich denn jetzt hin? Oh, das... Kontrolliert die Tunnel. LS, wir haben ihn aus den Augen verloren. Suchen weiter. Tja, fahre ich eben hier auf der Eisenbahnschiene lang. Das rumpelt richtig. Ich habe sie abgehängt. Geil. 948, Adam an LS. Wir kommen zurück. Cool. Boah, war das eine... Was das eine Tour, ne? Was mache ich denn? Ich möchte gerne... Weiß ich nicht. Ich fahre erstmal weiter. Ich möchte hier aber irgendwie mal runter. Das ist ja so ein Rumpelpad.
so ein Joypad, das rumpelt. Wir kontrollieren die Brücken und Ampeln. Durch die durch die Schwellen. Wir sind die Hüter unserer Schwellen gesagt. Wir sind die Bewahrer. Ja, wissen wir schon. Rumpelt das auch ein Pad? Entschuldigung. Oh, jetzt hat er meinen Kotflügel vor. Ich brauche mal ein neues Auto. Ich muss ja mal irgendwo parken. So. Ich will nicht den Scanner anmachen, ich will aussteigen. Aussteigen ist Y. Was macht die? Oh, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Warum? Ich soll hier diesen LKW abholen. Mick, mick. Wie? Ich soll mich im Wagen verstecken. Kann man das sehen eigentlich? Ja, verstecken ist aber was anderes, Junge. Wagen ausmachen? Naja, gut, er rutscht ein bisschen in den Sitz. So. Ich markiere mal auf der Karte da, wo wir hin sollen. Meinem tollen Outfit. Das ist nämlich schuld. Ach, da hinten. Haben wir hier nicht so einen Schnellpunkt? Doch, dann können wir da hin. Das mache ich doch mal eben. Da muss ich nicht so weit fahren. Ich fahre zwar gerne so ein bisschen Sightseeing durch die Stadt. Ich muss mal was trinken. So. Nein, Dino wieder. Och, ihr seid so albern. Die stehen hier immer noch, ne? Was denn? Verbrechen erkannt, Verbrechen gebannt. Also, ich hole nur meine Sachen. Ich hole meine Sachen. Was soll das? Nein! Was denn? Ich habe mir deinen Wagen geliehen. Wo komme ich denn hier raus? Muscle Car. Yes. Ja, du bist auch zu blöd, ne? Weil wenn du da rumhampelst. Ja. Hier komme ich gar nicht durch, ne? Da komme ich da raus. Ich habe keine Kamera. Scheiße. Dass die Kamera nicht automatisch nachführt, ne? So, doch, jetzt tut sie es. Oh, ein bisschen träge. Dann fahren wir mal los. Ich vergesse immer die Poller, ne? So zum Beispiel. Ja, Jung. Und nu? Und nu? Ich mach die auch wieder runter. Ich mach sie auch wieder runter. Aber er fährt dann weiter und er wartet, bis die Poller wechseln. Was denn, wenn da einer draufsteht? So zum Beispiel. Ach, dann kann man das nicht. Nee, ich habe keine Energie mehr. So ist das. Okay. Jetzt lädt er sich langsam wieder auf. Ja, Dickmops. Nur hau mal rein da. Ich weiß, dass du Vorfahrt hattest. Selbst Fußgänger haben nämlich Vorfahrt, wenn sie von rechts kommen. Wenn ich aus einer Seitenstraße komme. Wir haben immer Vorfahrt, ne? Bei sowas. Mhm. Wo sollen wir hin? Da vorne hin. Ich muss mal eben dafür sorgen, dass die Ampeln grün werden. Das kommen wir ja nie weg. Das ist doch zu doof, du. Jetzt blinkt der. Verpiss dich da, Arschloch! Mann! Echt? Ja, ich hasse doofen Parkuhren. Wo sollen wir nicht hin? Ach, wir sind schon da. Ich muss ja wieder E drücken. Hier soll irgendwo ein Verbrechen sein. Da nicht? Ich glaube hier vorne gleich, ne? Ach, die sind ja süß, guck mal. Aber alle nur mit Handys, ne?
Spring mal rüber. Hä? I can't speak English, sorry. I'm German. Hä? Was soll ich hier machen? Ach, da ist er. Ja, der will dem ein paar auf die Fresse hauen, okay. Möchten Sie einen? Es gibt einen Räumungsverkauf. Sieh dir den an. Genau das meine ich. Was ist denn? Ja, hab dich gehört. Ich versteck mich. Ach, Doc? Hey, du und ich, wir müssen uns unterhalten, okay? Ich sag doch, ich wollte nicht. Weißt du was? Lügner kotzen mich an. Oh Gott, bitte, tu mir nicht. Du kotzt mich auch an. Ja, jetzt habe ich dir geholfen. Halt. Allergisch gegen Fleisch. Ist das ein. Heilige Scheiße. Ja, das war doch gut. Aber irgendwie, ich meine, da sagt niemals einer Danke, ne? Ach, das ist schon wieder so ein Punkt. Kann man das mitnehmen? Ja, es ist schon mal schade, dass man hier nicht noch so Sachen aufheben kann. Kann man ja, aber ich finde die immer nicht. Darf ich euren Wagen leihen? Der sieht toll aus. Was? Guten Tag. Was denn? Das ist mein Wagen. Den habe ich gestern hier geparkt. Echt? Da hinten soll ich. So, Champagner und ab dafür. Ich fahre doch jetzt so gern mit dem Joypad. Der ist aber giftig hier, du. Das ist ein Papa Vero. Der geht gut ab, glaube ich. Oh ja. Sehr schön. Und der haut ganze Ampeln um. Nein, das war wieder falsche Taste. Ja, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ja, das gehört dazu. Ja, war wieder falsche Taste. Ich wollte mal die Ampeln umstellen und bremse. Warum kann ich da vorne... Die Kontroverse um Bürgermeister Rushmores Wiederwahl geht weiter. Insider behaupten, dass es seine Entscheidung war, das Infrastrukturprogramm zu installieren, auch bekannt als CTOS-Netzwerk, das seine Wahlkampagne vorantrieb. Die Kritiker weisen auf die kürzlichen Störungen des Netzwerks hin, bei denen sich einige Brücken und Ampeln selbstständig machten. Für sie ist dies ein Beweis für die übereilten Entscheidungen des extravaganten Bürgermeisters. Was war das da für ein Knopf? Keine Ahnung. Nein, du bist so doof. Ich war das nicht. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Hä? Hallo? Was macht der? Ich bin Zeugin? Eigentlich müsste ich die erschießen, ne? Nein, was machen wir ja nicht. Ah, jetzt kommen wir irgendwie in eine andere Wohngegend. Nicht mehr diese Hochhäuser, alles ein bisschen älter, einfacher, vorstadtmäßig. Hier in den Bergen. Wo sollen wir jetzt denn hin? Aufs Land? Das finde ich ja toll. Fahren wir nicht so langsam hier. Ich glaube, wir müssen mal... Scheiße! Ernstes Wort reden! Bewehr. Komm mal raus da, du Arsch! Nein! Oh. Komm schon, Mann! Oh, zeigen wir es, wer hier Schuld hat. Ja. Darf ich gar nicht hin, ne? Was? Das... Ich meine, er hat ja recht, aber ich will jetzt kein Verbrechen. Es ist mir scheißegal. Wo sind wir hier? Auf dem Friedhof? Jo. Ja, auf dem Friedhof sind wir wohl. Ein wenig trauern.
Wir sind auf dem St. Joseph's Cemetery. Oh, aufpassen, dass man hier nicht reinfällt. Na, Töffel. Oh, Sünde. Ein Ort der Trauer. Kann ich helfen? Hey, Arschloch! Was? Bitte, tu mir nichts. Was hast du gerade gesagt? Willst du hier daneben liegen oder was? Nein, ich bin eigentlich gar nicht so. Aber dieses Spiel macht mich aggro. Was hat er denn hier? Ach, der fegt hier. Ich meine, der hakt hier. Die können auch mal zu mir kommen im Garten. Wer ist hier denn? Ach ja, Lena Pierce. Wieso heißt denn die Tochter wie ich? Warum läufst du weg? Da. Hä? Was denn? Hä? Ist die hinter ihm her? Gleich mal hacken. Verweigerte Beantragung eines Stipendiums. Entschuldigung. Aber dann erinnern wir uns mal. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Ob er schuld ist. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Im Grunde schon. Du hast keine Schuld. Mit Damien. Da hat er nicht aufgehört. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Der ist irgendwie völlig emotionslos, der Pierce. So in seiner Stimme. Versprochen. Ja, okay. Ich geh doch mal wieder und fahr ein bisschen Autos kaputt. Tschüss. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Gar nicht. Indem du über den Grabstein springst, wie über deinen Schatten. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Das ist bestimmt eine Falle. Was ist das? Kann ich das kaputt machen? Halt, hacken. Ja. Alter, Christian, Nightstand. Volles Bankkonto. Habt ihr auch ein Bankkonto? Verbrechen erkannt. Ist das weit weg? Ja. Da muss ich mal hin. Das ist jetzt wichtiger als alles andere. Was? Das ist mein Auto.
Ich nehme gleich ein anderes, glaube ich. Willkommen zu unserem Beitrag Power Profiles. Heute untersuchen wir das Leben von Joseph Lucky Quinn. Quinn ist einer der mächtigsten und respektiertesten Männer Chicagos. Sein Imperium erstreckt sich über das ganze Land bis nach Übersee. Sein persönliches Vermögen wird auf 40 Milliarden geschätzt. Ihm gehören Gebäude, Land, Hotels und mehrere erfolgreiche Geschäfte. Wie konnte Quinn so viel Glück haben? Finden wir es raus. Wir waren sehr arm. Mann, ich will doch nicht Y drücken. Ich wollte das weiterhören. Das habe ich schon mal nicht gehört. Ach, diese Tastatur. Ah, ist rückwärts gucken. Okay. Kommt das jetzt nochmal? Da vorne ist es. Ich muss hier gleich mal irgendwo parken. Hier kann man sich so schlecht verstecken. Wer ist das? Ist das hier auf dem Klo?